Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, große Freude hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ihr Kreis ist mir bis jetzt fremd gewesen. Das wird anders sein um 10 Uhr. Ich wollte noch ein kurzes Wort zu dem Namen dieses Instituts sagen, zu dem Ernst-Ströngmann-Institut für Neurosciences. Die Gebrüder Ströngmann haben nicht nur BioNTech gegründet, sondern sie haben auch dieses Institut gegründet, in dem ich jetzt noch arbeite. Haben 200 Millionen auf die Bank gelegt und haben gesagt, mach ein Institut, die Wissenschaft hat uns reich gemacht, wir wollen ihr etwas zurückgeben. Nachahmung ist erbeten. Ich werde versuchen, ich bin eigentlich gezwungen, Ihnen ein paar Details über Gehirne und über die Art und Weise, wie wir vorgehen und wie wir glauben, dass Gehirne funktionieren, deutlich zu machen, damit Sie selber entscheiden können, wie frei Ihre Entscheidungen sind. Ich denke, ich brauche Ihnen das dann hinterher nicht mehr erklären, sondern Sie können Ihre eigenen Schlüsse ziehen, wenn Sie nach einer Dreiviertelstunde gelernt haben werden, wie es in Ihrem Kopf zugeht. Aber ich möchte meinen Ausführungen ein paar erkenntnistheoretische Warnungen vorausschicken. Die mögen banal erscheinen, sind aber wichtig. Die erste Warnung lautet, wir können natürlich nur erkennen, erdenken und uns vorstellen, was die kognitiven Leistungen dieses Gehirns uns zu erkennen erlauben. Das mag banal klingen und selbstverständlich, hat aber Konsequenzen. Denn die kognitiven Leistungen, mit denen wir ausgestattet sind, verdanken sich natürlich einem langen evolutionären Prozess. Das hat mit einfachen Tieren angefangen und hat mit uns einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Und das, was wir erkennen können und was unsere Gehirne leisten, verdankt sich der Anpassung an eine vorgefundene Welt, in der vorbiologischen Welt. Die ist gefährlich, hat bestimmte Strukturen und an diese mesoskopische Welt haben sich unsere Gehirne angepasst. Sie haben sich nicht angepasst an die Welt, in der die Quantenphysik gilt. Sie haben sich auch nicht angepasst an die Welt der Astrophysik, in der die ganz großen Dimensionen der Fall sind. Das heißt, wir haben uns an ganz spezielle Bedingungen angepasst, die für unser Überleben wichtig sind. Daraus folgt, dass, den winzigen Ausschnitt hatte ich schon erwähnt, dass unsere kognitiven Leistungen extrem eklektisch sein müssen. Also keine generelle Fähigkeit besitzen, alles zu erkennen, sondern wir sind darauf angelegt, ganz bestimmte Dinge zu erkennen. Und sehr, sehr vieles von dem, wir ahnen, dass es existiert, ist uns nicht zugänglich. Weder kognitiv noch intellektuell. Vielleicht betrifft das auch die Denkstrukturen. Das hören Philosophen nicht gerne, aber es ist durchaus möglich, dass auch die Art, wie wir Schlussfolgerungen ziehen, eine ganz idiosynkratische, menschliche Setzung ist, mit der wir die Welt erklären, die aber in keiner Weise von allgemeingültiger Natur sein muss. Das als Kaviat vorweggeschickt. Jetzt die Behauptungen der Neurobiologie mit all den Einschränkungen. Wir wissen, dass es sein kann, dass wir in 50 Jahren lächelnd auf das zurückblicken, was ich Ihnen jetzt erzähle. Die Wissenschaftsgeschichte ist voll von solchen Erfahrungen. Was ich Ihnen also jetzt sage, ist vorläufiger Stand des Wissens. Manches davon wird sich als falsch erweisen, manches wird hoffentlich richtig bleiben. Also die Neurobiologie behauptet zunächst mal auf der Basis dessen, was sie heute zu erkennen vermag, dass alles Wissen, das ein Mensch haben kann, im Gehirn residiert, dort zu Hause ist und von der funktionellen Architektur dieses Gehirns bestimmt wird. Ferner muss gelten, dass die Regeln, nach denen dieses Wissen erworben wird, also die Art und Weise, wie unsere Sinnesfunktionen, Sinnesorgane funktionieren, wie wir die Sinnessignale interpretieren, alles das beruht ebenfalls auf der funktionellen Architektur des Gehirns, also der Art, wie die Nervenzellen miteinander verschaltet sind. Das ist das Programm, das unser ganzes Leben bestimmt. Und das schließt auch die höchsten mentalen Funktionen mit ein, also das Haben können von Gefühlen, das können, urteilen können. Also alles, was wir als diese immateriellen Leistungen beschreiben, alles das beruht auf neuronalen Funktionen, die sich ihrerseits ableiten aus der besonderen Auslegung des menschlichen Gehirns, das übrigens
enorm viele Ähnlichkeiten mit dem Gehirnen von Tieren aufweist, insbesondere unsere nächsten Nachbarn, die Primaten, die nichtmenschlichen Primaten haben praktisch die gleichen Strukturen. Und dann ist ganz wichtig in unserem Zusammenhang heute, dass diese Wechselwirkungen zwischen Nervenzellen, alles was im Gehirn passiert, soweit wir wissen, den Naturgesetzen gehorcht. Also dem Kausalprinzip. So wie wir die Natur beschreiben, müssen wir auch unser Gehirn beschreiben. Und es geht, soweit wir heute wissen, alles mit rechten Dingen zu. Wir müssen keine metaphysischen Einflüsse postulieren, um Hirnfunktionen erklären zu können. Können Sie mich verstehen da hinten? Das war meine Sorge, denn diese Lautsprecheranlage ist nicht up to the standards. Ich kann es auch so versuchen. Ja, wird es vielleicht besser. Gut, probieren wir es so. Ich werde das, was ich Ihnen erklären will, etwas kontrastieren mit den Eigenschaften, die künstliche neuronale Systeme haben, also künstliche intelligente Systeme, wie diese schachspielkönnenden Computer und Go-spielenden Anlagen, von denen immer wieder behauptet wird, sie hätten übermenschliche Fähigkeiten, weil sie Schachweltmeister schlagen. Sie werden bald sehen, dass man neidvoll auf die Stubenfliege blicken sollte, die ein autonomes Leben führt und nach völlig anderen Prinzipien funktioniert, wie unser Gehirn auch. Also wie die künstlichen Systeme funktionieren, das wissen wir, weil wir sie selber gebaut haben. Ich will darauf auch nicht im Detail eingehen. Aber die Frage ist, was wir über die natürlichen Systeme wissen, nämlich das Gehirn, das wir im Kopf tragen. Und hier verstehen wir ziemlich gut bislang die Struktur, die Chemie und die Funktion der Bausteine, also der Neuronen. Im Computer wären das die Transistoren, Widerstände und Kondensatoren. Bei uns sind das im Wesentlichen die Neurone und die Art, wie sie verschaltet sind. Wir wissen auch sehr viel über die globale Verschaltung unserer Gehirne. Da werden Sie noch Beispiele sehen, also die Architektur der anatomischen Auslegung. Und dann können wir die neuronalen Grundlagen einfacher Verhaltensleistungen nahezu lückenlos erklären. Das Verhalten von einfachen, von Weichtieren, die nur wenige Nervenzellen haben, von Würmern, von zum Teil von einfachen Insekten. Und wir sehen, dass die Prinzipien, die dort wirken, eins zu eins übertragbar sind auf die Interaktionen zwischen Nervenzellen in höher organisierten Gehirnen bis hinauf zum Menschen. Die Bausteine sind die gleichen. Wir haben ungefähr 80%, vielleicht sogar 90% der Gene, die unsere Proteine kodieren, sind identisch mit denen, die eine Stubenfliege hat. Der Unterschied ist nur die Orchestrierung des Auslesens dieser Gene, aber nicht die Substanz, die damit erzeugt wird. Dann wissen wir ziemlich gut aufgrund von neuropsychologischen Untersuchungen an Hirnverletzten, an Patienten, welche Hirnstrukturen welche Leistungen erbringen. Auch das ist fast lückenlos inzwischen kartografiert. Hier sehen Sie mal ein Beispiel. Das ist eine Pyramidenzelle aus der Großhirnrinde. Ein typischer Vertreter, die sehen alle gleich aus, unabhängig davon, ob man in der Sehrinde unterwegs ist oder in der Hörrinde oder im Präfrontalkortex. Man hat einen Zellkörper, man hat lange Ausläufer, die wie Antennen funktionieren. Und an jedem dieser kleinen Protrusionen, dieser Dornen, endet eine Ausläufer einer anderen Nervenzelle. Eine dieser Pyramidenzellen bekommt ungefähr von 10.000 bis 20.000 anderen Nervenzellen Kontakte und hat dieses Axon hier, diesen feinen Ausläufer, der sich seinerseits wieder in 5.000 oder 10.000 Verästelungen aufzweigt, die ihrerseits mit anderen Nervenzellen Kontakte aufnehmen. Also Nervenzellen bekommen von ungefähr 10.000 bis 15.000 verschiedenen Nervenzellen Eingänge und verteilen die wieder an andere Nervenzellen. Das ist eine ungeheuer dichte Verflechtung von Kontakten. Wir wissen auch relativ gut, wie sich Nervenzellen im Bandverhalten, wie sie miteinander wechselwirken, wie sie aufgebaut sind. Das ist hier eine Färbemethode, die unterschiedliche Proteine anfärbt. Und da sieht man, dass Zellen, die morphologisch, also von der groben Gestalt her, genauso ausschauen wie diese hier,
wenn man sie hinsichtlich ihrer molekularen Struktur anfärbt, völlig anders ausschauen. Also eine enorme Diversität an Individuen, die da drin zu Hause sind. Was sind nur die großen Herausforderungen? Das ist einmal, dass es notwendig ist, eine sehr, sehr große Zahl von Nervenzellen gleichzeitig zu erfassen. Denn das Verhalten, das entsteht, die Leistungen des Gehirns, die entstehen im Wesentlichen durch die Wechselwirkung dieser Zellen untereinander. Und je mehr man gleichzeitig sehen kann, umso mehr kann man verstehen, wie sie zusammenarbeiten. Und dann ist die ganz große Herausforderung, die extrem komplexe Dynamik, die entsteht, wenn so viele Partner wechselseitig miteinander verbunden sind und selbst aktiv sind, da entsteht eine sehr, sehr hochdimensionale Dynamik. Manche sagen, fast unendliche Dimensionalität hätte die Aktivität dieser Gehirne. Und hier müssen wir verstehen, wie diese dynamischen Wechselwirkungen zu Verhalten führen. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen, die nicht mehr dadurch zu bewältigen ist, dass man intuitiv an das System herangeht und sich vorstellt, wie es funktionieren könnte. Denn das hat in der Regel in der Vergangenheit immer wieder zu falschen Modellvorstellungen geführt. Sondern man muss jetzt massiv Computerfähigkeiten einsetzen, Mathematik einsetzen, um mit dieser Komplexität zurechtzukommen. Das zentrale Problem ist also die enorm hohe Komplexität der Wechselwirkungen, die wir intuitiv nicht erfassen können. Wir können uns in drei Dimensionen ganz gut zurechtfinden und wenn die Zeit noch dazu kommt, möglicherweise in vier Dimensionen. Aber in zigtausenddimensionalen Räumen können wir uns intuitiv nicht bewegen, weil unser kognitiver Apparat für solche Welten nicht vorbereitet ist. Es ist interessant, dass im Gehirn Prinzipien eine Anwendung finden, die wir uns nicht vorstellen können. Wir haben keine Intuition dafür, was hier drin passiert. Sie werden das gleich noch sehen. Ups, jemand spricht mit mir. Das war jetzt nicht vorgesehen. Ah. Und das zweite Problem ist natürlich, dass man bei der Analyse aller komplexer Systeme hat, dass Leistungen aus den Wechselwirkungen der Komponenten entstehen, die aus der Kenntnis und auch aus der vollständigen Kenntnis der Komponenten nicht herleitbar sind. Ist banal, gilt für alle komplexen Systeme. Das Ganze ist sehr viel mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das ist mal so ein kleines Beispiel, wie es in der großen Rinde zugeht. Hier ist wieder die Zelle, die Sie schon kennen, so eine Pyramidenzelle. Und alles andere, das sind Faserverbindungen, dazwischen gibt es Sachen, irgendwo Zellen. Spielt jetzt keine Rolle, hier liegt eine. Man muss sich vorstellen, dass ungefähr in einem Kubikmillimeter Großhirnrinde 60.000 solche Zellen zu Hause sind und ungefähr 6 Kilometer Kabel verlegt sind in einem Kubikmillimeter. Das kann Ihnen verdeutlichen, wie groß das analytische Problem ist, wenn Sie hier Ordnung in diesen Verhau bringen wollen. Nun haben nicht nur wir das Problem, sondern alle Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit komplexen Systemen auseinandersetzen, haben dieses Problem, weil alle komplexen Systeme ähnliche Dynamik aufweisen und ähnliche Verbindungsarchitekturen haben. Man kann das Gehirn als ein Small World Network verstehen, das in verschiedenen Dimensionen sich immer wiederholt mit diesem Prinzip, dass nämlich fast jeder mit jedem über ganz wenig Zwischenglieder in Verbindung steht. Sie werden das noch später sehen. Das gleiche Problem haben nämlich die Genetiker. Die Gene, die wir in unseren Zellen tragen, interagieren ebenfalls auf unglaublich komplexe Weise miteinander. Sie sehen hier die Verbindungen der Wechselwirkungen zwischen einzelnen Genen, die auf so einem Chromosom sitzen. Die sind alle miteinander wechselseitig in Verbindung. Wenn ein Gen irgendetwas macht, kriegen das die anderen alle sofort mit und richten sich danach. Und in dieser Orchestrierung liegt der Unterschied, warum aus einem bestimmten Satz von Genen einmal eine Stubenfliege wird und einmal ein Mensch. Weil die Interaktionsarchitektur verschieden ist. Also die Choreografie der Interaktionen macht den großen Unterschied, nicht die Bauteile. Und das ist Ihnen wahrscheinlich geläufiger, in Finanzsystemen, in Handelssystemen, in politischen Systemen, in sozialen Systemen. Sie haben immer dieses gleiche Prinzip der Small Worldlessness,
und eine unglaublich komplexe Dynamik, die es unmöglich macht, solche Systeme zielgerichtet zu lenken. Jeder Eingriff in so ein System erzeugt Wechselwirkungen, die Sie nicht mehr überschauen können. Und Sie können vielleicht über kurze Strecken wissen, was Sie tun und wozu das vielleicht gut sein könnte. Aber auf längere Sicht hinaus ist es völlig unmöglich, solche Systeme zielgerichtet zu lenken. Das sollten alle, die die Wahlversprechen machen, im Kopf tragen. Dann ist die Hirnforschung natürlich auch interessant hinsichtlich ihrer Grenzflächen zu philosophischen Fragestellungen, denen man unausweichlich begegnet, wenn man Hirnforscher ist. Das ist einmal die Epistemologie, also die Frage nach der Natur von Erkenntnis. Wenn alles, was wir wissen können, von diesem Organ generiert wird, dann fragt sich, was können wir eigentlich wissen? Und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel später, was Ihnen die konstruktivistische Natur unseres edelsten Organs vormacht. Alles, was wir hier wahrnehmen, ist konstruiert. Es muss in keiner Weise so sein, wie es uns scheint. Dann treibt uns natürlich das Leib-Seele-Problem um. Wie um alles in der Welt kann aus einer Maschine, die nach Naturgesetzen funktioniert, Neurone hat, viel Chemie, viel Elektrizität, wie kann daraus etwas entstehen, was immateriell ist, was wir mit unserer Seele, mit unserer geistigen Dimension in Verbindung bringen? Darüber ganz zum Schluss etwas. Und dann kommt natürlich die Frage, wie kann sich in so einem System das intentionale Ich konstituieren? Wo sitzt das Zentrum, in dem das Ich zu Hause ist, der Beobachter im Gehirn ist? Und damit eng verbunden ist natürlich die Frage nach dem freien Willen und nach der Konstitution von Bewusstsein. Also Frage, wie konstituieren sich zum Beispiel Wahrnehmungen im Gehirn? Gibt es da irgendwo ein inneres Auge? Gibt es da einen Beobachter? Und die klassische Hypothese, mit der ich groß geworden bin, als ich angefangen habe zu arbeiten, war die Überzeugung, ja, es genügt, sich von den sensorischen Oberflächen, also zum Beispiel vom Auge, ins Gehirn hineinzuarbeiten, sorgfältig zu messen, was passiert, wenn man immer weiter hineinkommt. Und wenn man dann auf der motorischen Seite wieder rauskommt, dann hat man das Gehirn verstanden. Und so haben wir versucht, sehr produktiv viele Jahrzehnte zu arbeiten. Die Behavioristen haben uns das nahegelegt. Und das Ergebnis war ernüchternd. Wir sind nirgendwo irgendeiner geistigen oder intentionalen Dimension begegnet. Man kommt einfach wieder raus aus dem Gehirn und hat nichts verstanden. Die Idee war also, dass Informationen seriell in hierarchischen Strukturen verarbeitet werden bis zur Spitze der Verarbeitungspyramide, wo dann eben alles gleichzeitig vorhanden ist, wo das Bewusstsein sein muss, wo das Ich sitzt, wo entschieden wird. Und von dort wird es dann über exekutive Strukturen umgewandelt in Reaktionen. Und die KI-Systeme, die so viel Wirbel machen im Augenblick, die sind genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Weil man vor 30, 40 Jahren, als diese Maschinen zum ersten Mal entwickelt wurden, gedacht hat, naja, wir machen es wie die Natur. Und damals haben wir gedacht, die Natur macht so. Und hat dann diese seriell arbeitenden Maschinen entwickelt. Und hier haben Sie die Architektur von so einem System, das Verkehrsschilder lesen kann, das Sprachen übersetzt, das angeblich intelligente Leistungen erbringen kann. Diese Computer, die enorm energieintensiv sind, die verschlingen, also die großen Maschinen verschlingen die Energie, die so ein Stadtteil braucht, etwa. Produzieren enorm viel Wärme. Die sind so aufgebaut, dass wir dachten, dass die Hirne aufgebaut sind. Das heißt, in der Eingangsschicht sind Sensoren, die in der Lage sind, zum Beispiel wie der Chip in der Kamera, ein Bild in Pixel aufzulösen. Und dann von diesen Sensoren werden dann die Aktivitäten divergent und konvergent weitergeleitet auf Integratoren auf der nächsten Schicht. Man denkt sich da Neuronen. Das sind ganz einfache integrierende elektronische Bauteile. Die machen nichts anderes als summieren. Und dann wiederholt man dieses Spiel mittlerweile bis zu über 100 Schichten und hat dann eine Ausgangsschicht. Und wenn man hier irgendwas zeigt, dann passiert hier irgendein ein Aktivitätsmuster.
Und dann beschließt man, naja, ich habe jetzt hier ein Bild gezeigt, auf der ein Elefant ist und dieses Element war besonders aktiv. Also nehme ich einen zweiten Rechner und drehe an diesen ganzen Verbindungen hier, mache die stärker oder schwächer, bis in die ganze Tiefe dieses Systems hinein, bis immer dann, wenn in so einem Bild ein Elefant ist, dieses Element besonders aktiv wird. Und dann mache ich das gleiche mit dem Zebra und suche mir wieder ein Element. Und so wird iterativ über Millionen und Millionen von Lernschritten versucht, das System dahin zu bringen, dass es, wenn hier was Bestimmtes auftritt, also ein ganz bestimmter Eingangsvektor ist, hier ein Element besonders stark anspricht. Mehr tun diese Dinger nicht. Die versuchen nur eine Abbildung von einem Eingangsmuster auf ein bestimmtes Ausgangsmuster herzustellen. Und der Lehrer ist der Mensch, der diese Eingänge und Ausgänge labeln muss. Der muss sagen, das ist ein Affe und das ist ein Elefant. Das führt dazu, dass diese trainierten Systeme, die wir im Alltag alle einsetzen zur Gesichtererkennung und was auch immer, alle einen menschlichen Bias aufweisen. Man hat jetzt gefunden, dass Systeme, die auf Gesichtserkennung trainiert worden sind, man muss ihnen also hier Gesichter zeigen und hier sagen, welches Gesicht man meint, man muss das labeln, muss das dieses System erziehen. Man hat übersehen, dass man diese Gesichtserkennungssysteme alle trainiert hat mit Gesichtern von weißen, kaukasischen Menschen. Wenn man denen jetzt schwarze Menschen zeigt oder Menschen anderer Rassen, fällt die Leistungsfähigkeit enorm ab, weil sie das nicht gelernt haben und sie machen auch groteske Fehler. Also es ist vorgekommen, dass dann ein Orang-Utan entdeckt worden ist, anstatt ein Mensch, wenn er nicht die richtige Farbe hatte oder Gesichtszüge, die nicht typisch weiß waren. Also Vorsicht mit diesen Dingern und intelligent sind sie mit Sicherheit nicht. Nun sind die unserer Intuition nachgebaut, wie wir dachten, dass Gehirne funktionieren. Wir denken auch, wie ich vorhin ausgeführt habe, dass die Verarbeitung seriell erfolgt, dass es irgendwo da drin doch ein Zentrum geben müsse, wo alle Informationen zusammenläuft und interpretiert wird. Also dass es eine zentrale autonome Instanz gibt, die bewertet, wahrnimmt, entscheidet, koordiniert, initiiert und kreativ ist. Also das wäre dann auch das Substrat dessen, wo unser Ich zu Hause ist. So hat man sich das gedacht. Und zwar nicht nur wir, sondern diese Idee durchzieht die ganze philosophische Tradition im Abendland. Im Buddhismus ist es ein bisschen anders, aber bei uns dominiert diese kartesianische Sicht. Das ist eine kleine Zeichnung von Descartes, der eben auch gedacht hat, naja, um irgendwelche kohärenten Wahrnehmungen zu haben, muss es ein Zentrum im Gehirn geben, eine Struktur, die nur einmal vorkommt. Und es gibt im Gehirn dann zwei Strukturen, die nur einmal vorkommen, alles andere ist doppelt. Das ist die Hypophyse, die den Hormonhaushalt regelt, und das ist die Epiphyse, die den zirkadianen Rhythmus mit beeinflusst. Und Descartes hat nur die Epiphyse gefunden, weil die Studenten, die ihm das Gehirn aus den Schlachthäusern gebracht haben, immer die Hypophyse abgerissen haben, weil die in so einer Knochenummantelung sitzt. Also hat er sich auf die Epiphyse festgelegt. Jetzt ist es aber so, dass die Gehirne völlig anders organisiert sind, als wir uns das alle vorgestellt haben, bevor wir angefangen haben, wirklich invasive Neurobiologie zu treiben. Das heißt, dass die Selbstwahrnehmung, also unsere erste Personenperspektive, überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was man aus der dritten Personenperspektive beschreibbar vorfindet. Und da gebe ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele. Denn die neurobiologische Sicht muss heute sein, dass es im Gehirn eben keine übergeordnete Instanz gibt. Es gibt kein koordinierendes Zentrum, es gibt keinen Dirigenten in diesem Orchester. Genauso wenig gibt es einen Beobachter, es gibt auch keinen Beweger, es gibt auch keinen Entscheider. Sondern wir haben es, jetzt gehe ich auf die natürlichen Systeme, komme ich zu sprechen, wir haben die Dominanz der parallelen Verarbeitung in rekurrenten Architekturen. Sie hatten das vorhin schon bei diesen Geninteraktionen gesehen, also das sind
Architekturen, wo jeder mit jedem wechselseitig verschaltet ist. Und die Dynamik, die daraus entsteht, ist die Grundlage aller Operationen in unserem Gehirn. Ich gebe Ihnen dann noch Beispiele. Und unsere Gehirne lernen durch Selbstbewertung. Die brauchen keinen, wir haben zwar auch Lehrer, aber was ein kleines Kind über die Welt lernt, lernt es durch Ausprobieren und durch Selbstbewertung dessen, was der Erfolg der Handlungen ist. Ganz im Gegensatz zu künstlichen Systemen, in denen diese serielle Verarbeitung dominiert, die haben keine Dynamik. Die zeitliche Dimension ist als Codierungsrahmen überhaupt nicht erschlossen von diesen Systemen, weil die nach einer Computeruhr funktionieren, nach der Clock. Die arbeiten getaktet und damit ist die Zeit nicht mehr verfügbar als Codierungsdimension. Und dann lernen sie halt nur, indem er ihnen sagt, was sie mit was vergleichen sollen. So. Also wir betrachten das Gehirn als ein distributiv strukturiertes, sich selbst organisierendes System, wobei die Funktionen auf ganz viele verschiedene vernetzte Zentren verteilt sind. Und diese Zentren arbeiten alle parallel und koordinieren ihre Funktionen, ohne dass es einer zentralen koordinierenden Instanz bedürfte. Das organisiert sich alles selber. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, wenn man auf die Hirnhemisphäre guckt beim Menschen, dann sieht man sehr viele verschiedene unterscheidbare Areale und man weiß, dass sie sich mit verschiedenen Leistungen befassen. Mit dem Sehen, mit der Objektidentifikation, mit dem Hören, mit der Analyse von Sprache, mit dem Planen, mit der Aufmerksamkeitssteuerung und ganz vorne hier spät entwickelt sind Zentren, wo moralische Kategorien abgespeichert werden, die natürlich eingelernt werden müssen. Als erstes zeigt sich, dass diese ganzen Regionen sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind. Also die interne Struktur ist fast identisch. Ihre Funktion unterscheidet sich nur dadurch, dass die hier Eingänge von den Augen bekommen und die hier von den Ohren und die hier aus der Körperperipherie. Die Hirnrinde funktioniert überall nach den gleichen Prinzipien. Ein bisschen kann ich Ihnen andeuten, wie das funktioniert. Die Spezifität der Leistungen kommt nicht durch die Spezifität oder die Besonderheit der Verschaltung in den einzelnen Arealen, sondern sie entsteht einfach dadurch, dass die mit unterschiedlichen Eingängen versorgt werden und ihre Ergebnisse irgendwo anders hin projizieren. Dann gibt es sehr wenig Hinweise auf serielle Verarbeitung. Ich habe schon gesagt, Parallelität und Reziprozität sind das dominierende Organisationsprinzip. Und hier sehen Sie, wie das ausschaut. Jeder dieser roten Punkte entspricht jetzt dem Hirnrindenareal, von dem, die Sie vorhin gesehen haben. Also Milliarden von Zellen in so einem Areal. Und diese weißen Striche, das sind die Verbindungen zwischen den Arealen im Gehirn. Und hier sind nur welche dargestellt, die sich mit dem Sehen befassen, bis hierher etwa. Und hier welche, die sich mit der Steuerung von Augenbewegungen und Aufmerksamkeit befassen. Und Sie sehen, wie unglaublich eng diese Verbindungen sind und wie wenig Hinweise es auf Hierarchie gibt. Die reden alle miteinander und wenn Sie von hier, von einer Zelle, zu einer Zelle hier kommen wollen, dann schaffen Sie das entweder direkt oder Sie müssen einmal umsteigen. Das ist also, ja, U-Bahn-Netze kommen dem nahe, aber es ist einfach unglaublich. Es sind 70% aller möglichen Verbindungen zwischen den Knoten sind realisiert. Das heißt, Sie können, indem Sie die Aktivitäten der Sehrinde anschauen und versuchen zu klassifizieren, wozu man mit der Computer braucht, können Sie gesprochene Worte erkennen, die im Hörsystem verarbeitet worden sind. Die Sehrinde weiß das auch. Und wenn dann die gleichen Buchstaben erscheinen, dann kann sie einen Vergleich herstellen. Also im Gehirn ist immer alles mit allem verbunden und es wissen fast alle Zentren zu jeder Zeit immer, was alle anderen auch machen. Ja. Das ist ein schönes Bild, fast Kunst. Man kann heutzutage beim lebenden Menschen diese Faserbündel, die die Hirnareale miteinander verbinden, darstellen mit der funktionellen Kernspintomographie. Ein Spezialverfahren, ja, war jetzt nicht darauf eingehen. Jedenfalls kann man dann die Verlaufsrichtung der Fasern einfärben und dann sieht man, wie das verschaltet ist. Ich finde diese Bilder wunderschön.
Jetzt ein Gedankenexperiment. Wenn man jetzt mit solcher Konnektivität zu tun hat, und das hier ist jetzt zum Beispiel das sensorische System einer Hauskatze. Die hat wesentlich weniger Areale, als wir zur Verfügung haben. Sie hat welche, die sich mit dem Sehen befassen, ein halbes Dutzend, dann welche, die mit dem Tastsinn verbunden sind, und welche, die mit dem Gehör verbunden sind. Und dann hat man welche, die zum limbischen System gehören, die bewerten das, was hier passiert, hinsichtlich seiner Wertigkeit, ob man das wertschätzt oder eher vermeiden sollte. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was hier drin passiert, wenn so ein System mit einem Objekt konfrontiert wird, mit einem kognitiven Objekt, das man sehen kann, das man anlangen kann und das Geräusche macht. Nehmen Sie mal einen Hund, der vor einem steht, dessen Fell man betatscht und der bellt ein bisschen. Dann würden praktisch alle Areale hier mit den Myriaden von Zellen, die hier drin sind, aktiviert werden und das kodieren, was das Auge meldet über den Hund. Dasselbe mit dem Tastbereich und mit dem Hörbereich. Und die hier oben, die werden noch zusätzlich mitteilen und bewerten, ob das Gebell jetzt aggressiv ist oder ob es eher friedlich ist, freundlich ist, ob man sich also zurückziehen sollte oder lieber dabei bleiben. Und die Frage ist jetzt, wo ist die Repräsentation dieses Hundes? Wie soll man sich die vorstellen? Mehr ist da nicht als eine unglaublich verteilte, sehr, sehr komplexe, sehr hochdimensionale Wolke wohlstrukturierter Aktivität. Wenn das eine Katze wäre, würden die auch alle aktiv sein, aber sehe ein bisschen anders aus. Mehr konkreter ist das nicht, was wir über die Welt wahrnehmen. Sie müssen sich das als sehr hochdimensionale, raumzeitliche Aktivitätswolke vorstellen, was nicht vorstellbar ist, aber so ist es halt. Da treten natürlich jetzt mannigfache Probleme auf. Und eines davon ist das Bindungsproblem. Nachdem ich Ihnen gesagt habe, wenn eine Katze da drin ist, dann wird es auch ganz ähnliche Muster geben, wenn die schwarz ist und der Hund auch schwarz ist, sogar sehr ähnliche Muster hinsichtlich der visuellen Beurteilung dessen, was man da vor sich hat. Was man also machen muss, ist eine riesige Zahl von Merkmalen selektiv miteinander verbinden, damit man in der Lage ist, einen Hund von der Katze zu unterscheiden. Und das ist eines der großen Probleme. Hier sehen Sie, dass Sie das mit Leichtigkeit jederzeit immer wieder lösen, obwohl dem eine unglaublich komplexe Rechenoperation zugrunde liegt, die keines der künstlichen Systeme bis jetzt beherrschen kann. Was sie alle nicht können, ist das, was sie hier so leicht machen, wenn sie das Pferd hier sehen. Szenenanalyse. Sie binden automatisch diesen schwarzen Fleck mit dieser weißen Fläche und nicht mit dieser ausgearbeiteten schwarzen Wiesenfläche. Und das müssen sie richtig machen, sonst würden sie niemals dazu kommen, so ein Pferd zu entdecken. Und wenn Sie lange genug Zeit haben, dann werden Sie hier 7 verschiedene Pferde entdecken. Die Zeit gebe ich Ihnen nicht. Aber Sie sehen, welches unglaublich komplexe Problem Ihr Gehirn mit einem Fingerschnips erledigt. Und das müssen Sie dauernd machen. Auch jetzt hier in dieser Szene müssen Sie Figuren vom Hintergrund unterscheiden können und wissen, was zusammengehört. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen dann gleich. Das lässt sich in diesen linearen Systemen, wie Sie ihn vorher dargestellt haben, diese künstlichen Systeme, nicht lösen. Die können das nicht. Aber man kann es in Systemen lösen, in denen diese starke Wechselwirkung herrscht, also die Reziprozität oder wie wir sagen, die Rekurrenz der Verbindungen des Prinzips. Und dann muss man natürlich ganz viel Vorwissen haben, um aus dem Gewirr der Sinnessignale überhaupt etwas in Kohärentes extrahieren zu können. Sie müssen sich vorstellen, dass auf der Netzhaut Ihres Auges ja nichts anderes ist als eine ziemlich verschwommene, kontinuierliche Verteilung von Wellenlängen unterschiedlicher Wellenlänge und unterschiedlicher Energie. Sonst ist da nichts. Und daraus synthetisieren Sie den ganzen Reichtum Ihrer visuellen Welt. Personen können Gläser von Flaschen unterscheiden. Kurzum, der ganze Reichtum der visuellen Welt wird vom Gehirn extrahiert und berechnet aus
einem ziemlich verschwommenen, kontinuierlichen Teppich von unterschiedlichen Strahlungsenergien im Grunde. Wie macht es das Gehirn? Ich hatte Ihnen schon gezeigt an der makroskopischen Verbindung, wie prävalent die Rekurrenz ist, also die wechselseitige Verbindung zwischen den Knoten des Systems. Und das Gleiche finden Sie nochmal innerhalb der einzelnen Modulen der Großhirnrinde. Was Sie hier sehen, sind so die schnelle Überschallzahlen von so Kubikmillimeter Großhirnrinde, von Zylindern, die alle ähnlich intern aufgebaut sind und sich millionenfach wiederholen. Die bekommen ihre Eingänge über diese blauen Fasern, da werden die Neurone hier erregt. Aber 80% der Verbindungen, die hier drin existieren, der Kontakte, die werden gebildet von Neuronen, die mit anderen Neuronen wechselseitig verbunden sind. Also 80% der Verbindung da drin ist Selbstgespräch. Die reden alle miteinander. Eingekoppelt ist das, was von der Wirklichkeit kommt, minimal. Das, was vom Auge kommt, zum Beispiel der Sehrinde, das landet nur in einer Schicht hier und nur 6% der Kontakte kommen überhaupt vom Auge. Der ganze Rest kommt von innen drin und hier oben 100%. Also es ist ein extrem autistisches System, das hauptsächlich mit sich selber beschäftigt ist. Das ist jetzt nochmal ein Diagramm, das so die Prinzipien zeigt. Sie haben diese Knoten, diese Modulen, die reagieren auf ganz bestimmte Merkmale, Orientierung von Konturen im Sehsystem oder Frequenzen im Hörsystem. Die sind alle miteinander verbunden, wobei die besonders stark miteinander verbunden sind, die Merkmale kodieren, die in der Welt sehr häufig gemeinsam vorkommen. Also Nervenzellen, die gleiche Orientierungspräferenz haben, vertikal zum Beispiel, die werden sehr häufig gleichzeitig erregt werden, weil kontinuierliche Konturen häufig sind in der Welt. Das führt dazu, dass die stärker miteinander verbunden werden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Statistik der natürlichen Welt, mit der ein Baby konfrontiert wird, mit der Zeit übersetzt wird in eine Verbindungsarchitektur. Sachen, die draußen häufig miteinander vorkommen, werden auch intern stärker verbunden als Inhalte, die wenig oft zusammen vorkommen. Das dahinterliegende Prinzip ist eine Lernregel, die ganz einfach ist. Angesagt, ich sage da, Neurons fire together if they wire together if they fire together. Also, Knoten, die häufig korreliert aktiviert werden, verbinden sich stärker miteinander, und Knoten, die selten miteinander gleichzeitig aktiviert werden, verlieren ihre Verbindungen. Das passiert während der Entwicklung, ist dann im 20. Lebensjahr etwa abgeschlossen, und dann sind Verbindungen, die sie nie gebraucht haben, die sind halt dann weg. Wie löst dieses System das Segmentierungsproblem, mit dem Sie vorhin konfrontiert waren? Es löst es dadurch, dass es durch Selbstorganisation und aufgrund dieses Vorwissens, das in den Koppelstärken der Verbindungen liegt, dafür sorgt, dass Merkmale, die zusammengehören, nämlich die, die das erste Pferd auszeichnen und das zweite Pferd auszeichnen, dass die dazu führen, dass die Neuronen synchron aktiviert werden. Die koppeln und werden synchron, wenn sie sich mit dem ersten, mit dem grünen Pferd hier befassen, während Neuronen, die sich mit dem dahinterliegenden Pferd befassen, ebenfalls sich zu einem kohärenten Ensemble zusammenfinden, aber zwischen den beiden besteht dann keine zeitliche Korrelation. Und auf die Weise trennt das Gehirn, was getrennt werden soll, und bindet, was zusammengehört. Es nutzt die Zeit aus als Kodierungsraum. Ganz wichtig. Dann gibt es eine weitere ganz wichtige Funktion, die man irgendwie erklären muss. Ich hatte schon angedeutet, das ist die Konstruktion der Wahrnehmungen. Ich hatte Ihnen vorhin gerade gezeigt, wie das interne Modell der Welt entsteht, dass die
die Statistik der Kombinationen von Merkmalen von Objekten in Verbindungsarchitektur übersetzt wird. Wir tragen also ein Modell von der Welt in uns, das wir benutzen, um die Sinnessignale zu sortieren, zu katalogisieren, zuzuordnen, zu binden oder zu trennen. Also Wahrnehmen ist immer der Abgleich von Sinnessignalen mit einem bereits vorhandenen Modell der Welt oder mit Vorwissen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür, wie verblüffend diese synthetischen Leistungen sind. Die ablaufen, ohne dass wir uns dessen gewahr werden. Manche von Ihnen werden das kennen. Wer kennt es denn schon? Ah, gar nicht so viele. Gut. Also, die Behauptung ist, A und B sind absolut gleich hell. Sie werden sagen, nein, B ist viel heller. Aber Sie werden sehen, wenn man das jetzt abdeckt, einfach den Kontext rausnimmt, dass die wirklich gleich dunkel sind. Nee. Ja, sind sie. Jetzt nehme ich die Abdeckung wieder weg, jetzt sehen Sie wieder das. So, warum ist das so? Wie Sie vorhin gesehen haben, sind die gleich dunkel, es kommen also gleich viele Photonen von hier wie von da auf die Netzhaut des Auges. Nun sieht das Gesamtsystem aber noch, dass dieser Konus hier einen Schatten wirft. Und dann sagt sich das Gehirn, ja, also es wird, ja, sagt sich das Gehirn, ich lasse mal so, ja, wenn da ein Schatten drüber ist und hier genauso viele Photonen zurückkommen wie von da, dann muss das heller sein, das muss mehr reflektieren und rechnet Ihnen diesen Quadranten hell und bietet Ihnen dann das Ergebnis dieser Berechnung als Ihren nicht weiter hinterfragbaren Seheindruck. Sie würden jedes Stückchen Geld verwenden dafür, dass das heller ist als das da oben, weil Ihnen das so scheint. Man kann an seiner Primärwahrnehmung nicht zweifeln. Und da kann man jetzt einen interessanten Schlenker hinmachen zum Toleranzbegriff. In dem Fall haben wir alle die gleichen Wahrnehmungen, weil wir in der gleichen physikalischen Welt groß geworden sind. Alle unsere Gehirne machen diesen Rechenfehler oder berechnen das. Das kann sehr nützlich sein, um Konstanz zu erhalten. In dem Fall führt uns halt in die Irre. In dem Fall haben wir alle das gleiche Vorwissen. Wir haben die gleichen Priors. Aber jetzt stellt es sich vor, dass auch unsere Urteile über soziale Wahrnehmungen ebenfalls von diesem Vorwissen geprägt sind und uns als Wahrheiten präsentiert werden, wie die Primärwahrnehmung hier. Nur ist es dort anders. Wenn jemand im Kulturkreis A aufgewachsen ist, hat er völlig andere Priors als einer im Kulturkreis B. Die beiden schauen jetzt auf unterschiedliche soziale Interaktionsdynamiken und nehmen die komplett anders wahr. Aber jeder für sich als wahr, genauso wie sie das als ihre Wahrheit nehmen müssen. Und wenn man das weiß, dann muss man sich überlegen, wie wir unsere Toleranzbegriffe definieren. Kann man dann später mal darüber diskutieren. Jetzt ein kleiner Schwenk. Ich hatte Ihnen schon mehrfach gesagt, diese reziprok gekoppelten Netzwerke entwickeln eine extrem komplexe Dynamik. Und das kann man nutzen, um zu rechnen, um Probleme zu lösen, Wissen zu speichern, enorm viel Wissen zu speichern, weil man in diesen hochdimensionalen dynamischen Räumen eben sehr viel unterbringen kann. Sie können auf einer ebenen Fläche zweidimensional eine begrenzte Zahl von Apfelsinen unterbringen. Dreidimensional wird schon besser, Sie können sie stapeln. Aber wenn Sie jetzt ein paar tausend Dimensionen zur Verfügung haben, wie Sie in diesen dynamischen Räumen zur Verfügung haben, dann haben Sie ganz viele Ecken, in die Sie was legen können. Und das kann erklären, warum unsere Gehirne ein praktisch unbegrenztes Speichervermögen haben, obgleich die Elemente eine endliche Zahl ausmachen. Ich gebe Ihnen eine Metapher, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, wie das gehen kann. Stellt sich ein Teich vor, liegt ruhig im Abendlicht, keine Welle. Kommt ein Kind, schmeißt Steine rein. Einen kleinen hier, einen größeren da, einen ganz großen hier, mit unterschiedlicher Energie und Fallhöhe. Jeder Stein wird eine Welle auslösen und die wandert.
Und mit der Zeit gibt es Interferenzmuster, die extrem komplex werden. Und solange da die Wellen sind, erinnert sich der Teich an das, was da passiert ist. Und man kann zeigen, dass es dann genügt, an zwei oder drei Stellen irgendwo, wo halt noch Wellen sind, Sensoren reinzuhängen, die Wellenlänge, Amplitude und Phase messen. Also drei ganz simple Variablen. Und das genügt, um eindeutig zurückrechnen zu können, was da passiert ist. Sie können also einen niedrigdimensionalen Vorgang, das Hineinwerfen von Steinen, transponieren in einen sehr hochdimensionalen Zustandsraum, nämlich dieses Interferenzmuster. Und das können Sie dann wieder rücktransformieren, dekodieren, wie wir sagen, um rauszukriegen, was da passiert ist. Und so ähnlich müssen Sie sich vorstellen, passiert das auch im Nervensystem. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Was macht er denn? Ist nämlich so, dass reziprok gekoppelte Netzwerke, wie wir das im Gehirn kennen, ähnliche Eigenschaften haben wie so ein Wasserteich. Wenn man an so einem rekurriert gekoppelten Netzwerk irgendwo rüttelt, was erregt, dann pflanzt sich das sofort über das ganze Netzwerk fort und man kriegt so eine Wanderwelle. Und das ist beim Gehirn nicht anders. Die Kopplung ist genau die gleiche. Wir haben nur, dass da natürlich das Medium nicht homogen ist, sondern wir haben ja gesagt, die Kopplungen sind alle durch Lernen verstärkt oder abgeschwächt. Wir hätten also einen Teich vor uns, in dem die Wechselwirkung zwischen den Wassermolekülen hochstrukturiert ist. Also, hat er schon angedeutet, Wissen wird gespeichert in den Koppelkonstanten dieser vielen Verbindungen und wird dann natürlich umgesetzt in ganz bestimmte dynamische Muster. Dadurch wird die Statistik der natürlichen Welt, also das Modell der Welt, internalisiert in Gewichtsverteilungen von Kopplungen. Und ich hatte ja schon gesagt, Sie haben in einem Kubikmillimeter großen Rinde 60.000 Zellen und Sie haben 6 Kilometer Kabel. Können Sie sich vorstellen, wie viel Sie schon in so einem kleinen Bereich strukturieren können, wenn Sie das ganze Gehirn dazu nehmen. Es ist ein unendlicher Kodierungsraum. Wenn also etwas, was draußen ist, die Kriterien erfüllt, zu dem passt, was schon drin verankert ist, dann kommt es zu Resonanzphänomenen und das kann dann hochgespielt werden und wird dann eben zu dieser raumzeitlichen Wolke, die der Hund war. Also das Verbundensein wird dann durch die kohärente, resonante Aktivierung von einer riesigen Zahl von Nervenzellen gemacht. Und wenn es sich um ein polymodales Objekt handelt, also eins, das taktil, auditiv, visuell erfasst werden kann, dann macht praktisch das gesamte Gehirn mit. Sind immer alle daran beteiligt. Sie sehen also, dass wir weit weggedriftet sind von dem ursprünglichen klassischen behavioristischen Ansatz, der unsere Computertechnologie dominiert und der uns auch in der Neurobiologie für viele Jahrzehnte am Arbeiten gehalten hat und natürlich sehr fruchtbar war, bis wir entdeckt haben, dass es so halt nicht stimmt. Da hatte ich nun ausführlich darüber gesprochen, kann ich Ihnen nochmal wiederholen. Wichtig festzuhalten ist jetzt, falls diese Hypothese zutrifft, dann würde das bedeuten, dass die Natur ein Prinzip der Informationsverarbeitung entdeckt hat, das in klassischer Technologie, also in der klassischen Physik, realisierbar ist, aber in vielen Aspekten genau dem ähnelt, was Quantencomputer so besonders gut können. Nämlich eine unglaubliche Zahl von Variablen, meistens auch noch probabilistische Variablen, die also verschiedene Zustände einnehmen können, gleichzeitig miteinander zu vergleichen und dann ein Ergebnis zu finden, das maximal kohärent ist oder minimale Entropie hat oder, wie wir auch sagen, minimale freie Energie hat. Das machen Quantencomputer. Und es sieht alles danach aus, als machten unsere Gehirne das auf andere Weise bei Zimmertemperatur, auf dem Umweg über zeitliche Dynamik. Und falls hier irgendwelche Physiker sitzen, also das, was in Quantencomputern der Spin ist, der die Variablen kodiert, das wäre in unserem System die Phase. Beides Variablen, die 360 Grad Freiheitsskala haben. Noch Hypothese, aber
Es sieht schon so aus, als würde es sich lohnen, der Natur noch mal auf die Finger zu schauen. Denn man kann jetzt, wenn man solche Modelle im Kopf hat, Hypothesen formulieren und das dann versuchen, in Computersimulationen zu überprüfen. Das ist schrecklich mühsam, weil man in diesen Gehirnen analoge Prozesse hat, dynamische Prozesse hat. Und wenn man die simulieren will mit einem digitalen Computer, ist es halt enorm aufwendig. Also um dann eine Sekunde neuronale Aktivität zu simulieren, dann muss man den Großrechner halt eine Nacht überlaufen lassen. Aber wenn man das tut, also solche rekurrierenden Netzwerke im Computer simuliert und dann schaut, was die können, dann findet man, dass wenn man der Natur auf die Finger schaut, dann bekommt man Systeme, man kann es dann vergleichen mit welchen, die man kennt, die so auf dem Markt erhältlich sind, die unglaublich viel effizienter sind und Größenordnungen schneller lernen. Und umso besser sind, je heterogener sie sind, je schlampiger man arbeitet, also je mehr man Variabilität einführt, umso besser werden die. Ganz anders als im Computer darf man das ja nicht machen. Und hier sind solche Vergleichssysteme, die in konventioneller Technologie zur Verfügung stehen im Augenblick und eingesetzt werden in Spracherkennungssystemen und so. Die werden massiv geschlagen durch das, was man bekommt, wenn man Ingredienzien, die man in der Natur abschaut, indem man so ein Netzwerk von der großen Rinde, wie ich es Ihnen jetzt dargestellt habe, einfach nachbaut, die Knoten als Oszillatoren konfiguriert, die Verbindungen plastisch macht, sodass die verstärkt oder abgeschwächt werden können. Und dann reicht es oft mit ganz wenig Lernschritten, fantastische Leistungen zu kriegen. Und das bei Zimmertemperatur, man muss nicht tiefkühlen wie bei Quantencomputern. Es sieht also so aus, als hätte die Evolution da tatsächlich einen Trick gefunden, der enorm effizient ist und erklären kann, warum wir mit so wenig Energie so schnell so komplexe Aufgaben lösen können. Wenn man sich anschaut, was die Natur kann, also ein der Natur nachgebautes System, wenn man solche Testmuster verpixelt, verrauscht, dann brechen alle kommerziell erhältlichen Systeme, das sind die brechen schon da zusammen. Das der Natur nachgebaute lässt sich davon fast nicht beeindrucken. Und wenn man die einzelnen Knoten jetzt anschaut, was machen denn die, wenn da so ein Buchstabe erkannt wird? Da machen die diese unglaublich komplizierten oszillatorischen Muster. Das erinnert jetzt wieder ein bisschen an den Teich von vorhin. Ich will es damit bewenden lassen. Das überspringe ich. Das wird jetzt nur würde zeigen, dass das, was man messen kann in solchen Systemen, nämlich die zeitliche Koordinierung dieser oszillatorischen Aktivitäten, gestört sein kann. Und man findet, dass es bei der Schizophrenie, bei der Autismus-Spektrum-Disorder und natürlich auch beim Alzheimer, wo einfach Substrat verloren geht, massiv gestört ist. Und vielleicht genügt es einfach nur darauf hinzuweisen, ich glaube, das lasse ich jetzt. Man misst diese Aktivitäten, macht Korrelationsanalysen, vergleicht Gesundes mit Kranken, also Gesundes mit Kranken, findet dann, dass die Synchronisationsmuster abweichen. Aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass man eine hohe Korrelation findet zwischen dem Abweichen dieser Gehirne, das in dem Fall schizophrenen Patienten oder eine Kohorte von schizophrenen Patienten, von dem normalen Muster, sehr, sehr gut korreliert mit den positiven Symptomen der schizophrenen Patienten, also mit Delusionen und Halluzinationen. Was darauf hinweist, dass wenn dort in der zeitlichen Koordination was gestört wird, dass tatsächlich auch Veränderungen auf der psychischen Ebene bewirkt. Das ist ein Kausalzusammenhang. Das nur als Beispiel dafür, dass halt Veränderungen im materiellen Substrat auch tatsächlich Störungen von Leistungen erbringen, die wir als Geistige bezeichnen. Die Denkstörungen von einem schizophrenen Patienten sind als geistige Leistungen zu bezeichnen. Und Sie sehen halt, die gestörten Phasenbeziehungen führen dann zu sowas. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Ja, aber Sie können sich jetzt, glaube ich, alle schon selber überlegen.
Wo bleibt jetzt bei dem Ganzen die Freiheit? Also alles, was im Gehirn passiert und die Leistung, Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und so, auch Entscheidungen, beruhen halt auf diesen komplexen raumzeitlichen Mustern, die sich selbst organisieren, wie in der Wahrnehmung. Auch Entscheidungen beruhen natürlich auf solchen Prozessen, auf wem denn sonst, sie werden ja nicht außerhalb getroffen. Das Hirn findet die jeweils wahrscheinlichste, an Widersprüchen ärmste Lösung für eine konfliktreiche Konstellation und konvergiert dahin, aufgrund seiner Architektur und aufgrund der gegebenen Bedingungen. Und das können Sie sich am besten so intuitiv plausibel machen. Hier sind die sensorischen Evidenzen leicht verändert. Also die meisten von Ihnen werden jetzt die in diese Richtung laufenden weißen Drachen sehen. Und je weiter man hier rüber guckt, da sieht man dann mehr die schwarzen Drachen, die in die andere Richtung laufen. Und das kippt und manchmal entscheidet man sich so und manchmal entscheidet man sich so. Je nachdem, wie die Evidenz gelagert ist und wie man selber gerade, welches Vorurteil man hat. Sucht man nach den nach links laufenden, dann laufen ganz viele nach links. Sucht man nach denen, die nach rechts laufen, dann findet man plötzlich ganz viele, die nach rechts laufen. So. So fallen Entscheidungen, denn auch eine Wahrnehmung dieser Art ist, beruht auf einem Entscheidungsprozess, der im Gehirn abläuft. Und nichts anderes geschieht natürlich, wenn man sich an der Kreuzung entscheiden muss, ob man jetzt nach rechts oder nach links fährt, gegeben, dass einem da einer entgegenkommt. Ist also determiniert, wenn auch mit gewissem Rauschen belegt, aber das hilft uns nichts. Wenn das, was wir als je nächstes tun, durch Zufall beeinflusst wird, dann wären wir auch nicht besonders viel freier dadurch. Wichtig ist aber jetzt, dass ein paar Aussagen gelten, die ein bisschen kontraintuitiv sind. Es gilt nämlich der Satz, dass trotz der Determiniertheit von Folgezuständen, also auf der mikroskopischen Zeitebene, längerfristige Entwicklungen grundsätzlich nicht voraussagbar sind. Das hat mit der Dynamik des Systems zu tun und seiner Nichtlinearität. Gehirne arbeiten nahe am kritischen Punkt im Übergang zum Chaos. Das ist ein guter Punkt, um zu arbeiten, weil man von dort in alle möglichen Zustände möglichst schnell kommen kann, weil alles fast äquidistant ist zu der nächsten Lösung. Systeme, die diese Eigenschaft haben, haben aber die Eigenschaft, dass man nicht voraussagen kann, wie sie sich in Zukunft entwickeln werden. Nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und je weiter man nach vorne schaut, umso weniger ist das möglich. Also, deshalb sind zwei Aussagen kompatibel, dass im Augenblick des Entscheidens es keine Möglichkeit gab, sich anders zu entscheiden. Sonst hätte sich das System ja anders entschieden. Es hat es halt so gemacht, weil die Bedingungen so waren. Punkt. Einer deterministischen Kette von Verursachungen folgend. Aber wie sich dieses System oder die Person das nächste Mal entscheiden wird, ist grundsätzlich nicht festgelegt. Das System ist nach vorne hin völlig offen, aber im Rückblick vollkommen determiniert. Und das beides kann zusammenleben. Also sind Kausalität und Kreativität vereinbar. Gibt es keinen Widerspruch. So, ja, weiß ich nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch 5 Minuten? 5. Haben wir noch? Reicht. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kommt denn diese geistige, immaterielle Dimension unseres Selbstmodells? Denn wir empfinden uns ja ganz sicher, alle von uns, als gleichzeitig zugehörig einer materiellen Welt und einer geistigen Dimension. Und das ist die Grundlage sehr vieler philosophischer Positionen, ontologischer Dualismus oder irgendwelche idealistischen Positionen. Das ist so. Sonst hätten wir keine Glaubenssysteme und würden nicht dauernd von psychischen, immateriellen Phänomenen sprechen. Und wir Neurobiologen, wir suchen natürlich jetzt nach den neuronalen Substraten von Bewusstsein, von Gefühlen, von diesen nicht-materiellen Eigenschaften, die offenbar auch emergente Eigenschaften unserer Gehirne sind. Nicht irgendwo nebendran existieren, sondern tatsächlich aus dem Gehirn heraus entstehen. Und wir beißen uns die Zähne aus an diesem Problem, weil wir es nicht finden, wenn wir im Gehirn selbst nur suchen. Und deshalb schlage ich als Lösung vor,
dass man gut daran täte, diese psychischen und geistigen Phänomene als Kulturleistungen zu betrachten. Als soziale Realitäten, wie der John Searle das beschrieben hat. Das Wesen sozialer Realitäten, es sind immaterielle Phänomene, die in der vorkulturellen Welt nicht vorkommen, die wir in die Welt gebracht haben durch soziale Interaktionen, durch gegenseitiges sich bespiegeln, durch gegenseitiges sich beschreiben. Denken Sie an so einen Tisch, Steinzeit, die sitzen alle drumherum, einer ist besonders gierig, einer ist besonders großzügig. Die empfinden alle, da gibt es sowas wie Gier, da gibt es sowas wie Großmut. Vielleicht gibt es noch kein Wort dafür, aber wenn diese Erfahrung geteilt wird von mehreren Menschen, dann wird irgendwann mal ein Begriff gefunden werden, der das bezeichnet. Und in dem Moment ist es Realität geworden. Plötzlich gibt es eine Entität, die man mit Gier oder Habgier oder mit Großzügigkeit bezeichnet. Und in dem Moment hat man der materiellen Welt eine immaterielle hinzugefügt, in der man sich dann virtuos bewegen kann, wenn man ein Animalkulturale ist. Und so hat sich im Lauf der kulturellen Entwicklung ein immer komplexeres System dieser Realitäten entwickelt. Wir bringen diese Inhalte sehr oft mit geistigen, seelischen oder spirituellen Dimensionen in Verbindung. Entstanden sind sie halt dadurch, dass sich zwei gegenseitig bespiegelt haben. Und daraus entsteht auch das Konzept des autonomen Ichs, weil man ja das, was man in dem anderen beobachtet, sich nicht erklären kann, aber dass der intentional ist und bestimmte Sachen macht und Urteile fällt, natürlich auf sich selbst zurückbezieht. Und Kinder lernen das ja auf diese Weise. Also in dem Dialog, ich weiß, dass du weißt, wie ich fühle oder wer ich bin. Und auf diese Weise konstruieren wir auch das Konzept des Ichs, das wir natürlich im Gehirn nicht finden, aber in der sozialen Wirklichkeit natürlich finden. Unsere Selbstwahrnehmung ist natürlich auch geprägt von Vorwissen, von Weltmodell, von Priors, wie wir sagen. Das heißt, wenn das Vorwissen, das wir benutzen, um uns selbst zu erfahren, aus dieser kulturellen Dimension entlehnen, dann kommen wir zu Konzepten, die in der Tat davon ausgehen müssen, dass wir geistige, spirituelle Wesen sind. Wir können uns das dann nicht erklären als emergente Eigenschaft von materiellen Prozessen, aber wir nehmen das so wahr. Und ja, das hatte ich gerade gesagt. Diese Wahrnehmungen bleiben natürlich unwidersprochen, weil wir nur die Folgen der neuronalen Prozesse wahrnehmen, aber nicht die neuronalen Prozesse selber. Genauso wie vorhin bei dem Wahrnehmungsbeispiel, wir nehmen etwas wahr, aber wir haben keine Vorstellung davon, wie unser Gehirn berechnet und was das Gehirn gemacht hat, damit das so wahrgenommen wird. Unsere Gehirne sind transparent gegenüber unserer Introspektion. Wenn das nicht so wäre, bräuchte man keine Hirnforschung machen, dann würden wir uns einfach ruhig hinsetzen, meditieren und wissen, wie es funktioniert. Könnten wir das, kämen wir natürlich zu völlig anderen Schlüssen. Also, die Hypothese wäre, die mentale Dimension unseres Selbstmodells ist Folge der soziokulturellen Evolution. Ohne die kann man das nicht erklären. Damit entzieht es sich dem neurobiologischen Reduktionismus. Also man darf einen Neurobiologen nicht fragen, wo sitzt die Seele? Der würde das nicht beantworten können. Tut er auch nicht. Und verdankt sich den kognitiven Funktionen menschlicher Gehirne. Und jetzt einfach zum Abschluss ein Beispiel, dass wir uns möglicherweise in einer fraktalen Welt befinden. Hier sind die neuronalen Netze, die haben sich im Lauf der Evolution herausgebildet, reine Materie, physikochemische Prozesse. Daraus ist mit der Zeit ein kognitiver Agent entstanden, in seiner bis jetzt komplexesten Ausformung der Mensch. Der wiederum hat angefangen, Netzwerke zu bilden, sich gegenseitig abzubilden, miteinander zu interagieren und hat soziale Realitäten erzeugt, also die spirituelle oder mentale oder immaterielle Dimension, und die spiegeln da wieder zurück auf sich selber. Und so, glaube ich, kann man ein bisschen das Rätsel erklären, warum wir uns als duale Wesen empfinden, die in beiden Welten zu Hause sind, wohl wissend, dass diese kulturelle Welt
nur hat entstehen können, weil wir sie gemacht haben als kognitive Wesen, die in der Lage sind, die Welt auf abstrakte Weise zu analysieren, zu beschreiben und uns dann zu verständigen darüber, was unsere geteilten Wahrnehmungen sind. So, jetzt habe ich nichts über den freien Willen gesagt, das können Sie sich aber alles selber überlegen, denn alles andere folgt daraus. Vielen Dank. Ein Plädoyer wollte ich noch hinzufügen. Sie wissen vielleicht, was es für ganz furchtbare Grabenkämpfe gibt zwischen den Neurobiologen und den Humanwissenschaftlern, insbesondere bestimmten Philosophen, aber auch Soziologen, die davon ausgehen, dass der Mensch als Tabula Rasa geboren wird und alles, was schief läuft, nur die Erziehung war und so weiter. Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind, diese beiden Blickwinkel der Welt, die Sozial- und Humanwissenschaften mit den Naturwissenschaften zusammenzubringen. Denn wir reden über die gleiche Welt und haben nur ganz unterschiedliche Sprachspiele, um sie zu beschreiben. Und wie Sie eben gesehen haben, lässt sich mit der neurobiologischen Sprache nicht erklären, wie wir immaterielle Dimensionen in der Welt geschaffen haben. Und nachdem das eine von dem anderen abhängt, müssen wir, glaube ich, wirklich jetzt ernst machen damit, diese Schulenstreits aufzugeben und uns gegenseitig ernst zu nehmen und eine Sprache zu entwickeln, die es erlaubt, zwischen Human- und Naturwissenschaften zu kommunizieren. Und da sind wir noch weit entfernt, leider.